Ja, herzlichen Dank und schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist meine Freude und Ehre, hier zu sein. Und ich darf zwei Vorbemerkungen machen. Die erste Vorbemerkung ist, dass der Herr Gramlinger mir eine halbe Stunde Zeit gegeben hat, um Umfassendes und Allgemeines über Qualitätsmanagement zu sagen. Er hat jetzt 5 Minuten rausgeholt. Ja, und meine zweite Vorbemerkung wäre, das geht nicht. Aber ich will dennoch versuchen, möglichst viel zum Thema zu sagen und das auch ein bisschen kritisch zu tun. Und meine weitere Vorbemerkung, ich weiß nicht, wie das angeht. Technisch bin ich nicht so begabt. Aha. Ich weiß, wo ich hier stehe. Also mir ist schon klar, dass ich hier vor der Avantgarde, vor den Pionieren stehen. Und da sage ich nicht, um mich einzuschmeicheln, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass die Berufsbildner in Deutschland und insbesondere in Österreich Pioniere im Qualitätsmanagement sind. Und deshalb darf ich hier auch ein bisschen kritisch sein mit dem Thema. Das blubbt so viel, ne? Ich muss vorbeisprechen, hat man mir gesagt. Nicht an Ihnen vorbei, hoffe ich, sondern an dem Mikrofon vorbei. So, Sie sehen, ich möchte sprechen über das Management von Qualität im Schulwesen, also doch sehr allgemein, nicht nur über die berufliche Bildung. Und ich werde argumentieren, nur kurz, weil ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, wie nötig es ist, Qualitätsmanagement durchzuführen. Ich werde einige Gründe nochmal aufführen für die Notwendigkeit des Qualitätsmanagements. Ich werde dann aber im Wesentlichen doch ein bisschen was Kritisches, konstruktiv Kritisches zum Thema beitragen und ich hoffe, dass es interessant wird für Sie. Also, ich werde dir mal sagen, wie ich das aufbauen möchte, das Thema. Ich habe insgesamt 6 Kapitel. Ich möchte zunächst sprechen über die Probleme der Qualität im Bildungswesen und im Ausbildungswesen, das auch nur kurz, um die Notwendigkeit des Qualitätsmanagements nochmal hervorzuheben. Zum Zweiten komme ich dann schon zu den ersten Problemen, nämlich Qualitätsmanagement setzt die Idee der Schule als Organisation voraus und ich wage da, das doch an manchen Stellen zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Drittens möchte ich den Blick auf das gesamte Schulsystem werfen, also weg von dieser Betrachtung der Einzelschule und der einzelnen Einrichtung hin zu dem Gesamtsystem und das nochmal begründen. Dann möchte ich ein bisschen warnen vor der Überkomplexität des Qualitätsmanagements. Und im fünften Abschnitt, also pro Abschnitt habe ich noch ungefähr 5 Minuten Zeit, denke ich, ne? Im fünften Abschnitt werde ich kurz was berichten über Evaluation und was sich hinter der Idee, Qualitätsmanagement mit Evaluation zu verbinden, eigentlich versteckt und verstecken sollte. Und ganz zum Schluss dann doch nochmal wieder einen konstruktiven Ausgang und ich werde versuchen, Ihnen zu sagen, wie ich mir vorstelle, dass Qualitätsmanagement, wie könnte man jetzt sagen, ich soll den Kulturbegriff öfter benutzen hier, Herr Gramlinger, zu Kultur wird, also zu etwas, ich würde sagen, Selbstverständlichem. Kein Zweifel, meine Damen und Herren, Qualitätsmanagement ist absolut notwendig. Die Qualitätsprobleme im Bildungswesen machen das notwendig, dass wir uns nicht zurücklehnen und nur stolz auf das sind, was wir im Bildungswesen in den letzten Jahren erreicht haben. Denn so vieles haben wir nicht erreicht. Wir haben zum Beispiel, und das geht insbesondere an das berufliche Bildungswesen, wir haben es immer wieder zu tun mit der Beschwerde, mit den Beschwerden der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, also der Abnehmer unserer Bildungsproduktion. Und wir haben das vielfach zu leicht genommen und als Anekdoten abgetan. Aber ich glaube, die Kritik an dem, was im Bildungswesen, im Berufsbildungswesen, an Produktionsleistung erfolgt, ist durchaus gerechtfertigt. Auf jeden Fall müssen wir das ernst nehmen, was die Arbeitgeber uns da berichten. Wir haben es auch mit einer großen Kritik der Nutzer im Bildungswesen zu tun. Also wenn wir Schülerinnen und Schüler fragen, was sie eigentlich erwarten von der Schule und ob sie die Kundenerwartung erfüllt sehen, wenn wir die Eltern fragen, die ja auch sozusagen Nutzer sind des Bildungssystems, auch da haben wir häufig ein sehr negatives Feedback, das uns deutlich macht, wir können nicht unbedingt so weitermachen. Was oft vergessen wird, die kranken Lehrer. Wir haben es mit einem System zu tun, in dem jedenfalls in Deutschland mehr als die Hälfte aller Lehrer in Frühpension gehen und davon der größte Teil wegen psychophysischer Probleme.
Das kommt nicht von ungefähr. Das ist ein Indiz dafür, dass das System Qualitätsmängel aufweist. Selbstverständlich das, was alle seit einiger Zeit, zumindest seit PISA, intensiv, endlich mal wieder intensiv diskutieren, dass wir Pi mal Daumen 10% Abgänger haben aus den Schulen, die keinen Hauptschulabschluss haben, keinen ordentlichen Abschluss haben. 10% sozusagen, die wir ins Leben entlassen, ohne sie vorher fundamental qualifiziert zu haben. Das sind deutsche Zahlen, in Österreich ist es sicherlich nicht ganz unähnlich, dass zu diesen 10% noch weitere 15% kommen, die wir dann anschließend in der beruflichen Ausbildung nicht auffangen können. Ja, das sind, wie PISA dann auch deutlich machte, etwa 25%, die als Risikogruppe identifiziert werden. Also junge Menschen, die nicht lesen oder schreiben können. Naja, manche von dem auf dem Grundschulniveau als 15-Jährige. Das war der zentrale Befund der PISA-Studien überhaupt. Und da ging es Österreichern nicht so viel besser als Deutschland. Also ich wiederhole das nochmal, um deutlich zu machen, wir müssen uns über die Qualität im Bildungswesen Gedanken machen. Notwendigkeit liegt absolut auf der Hand. Und die Politik hat ja, und das kann man sagen, international, in Deutschland und in Österreich ein bisschen später als in den USA oder Neuseeland oder England, angefangen, so etwas wie eine große Reform durchzuführen. Und diese große Reform hat sehr, sehr viele Namen. Output-Steuerung sagen viele, neue Steuerung. Es gibt viele, viele verschiedene Begriffe, die deutlich machen, dass etwas Neues im Bildungswesen passieren soll. Und mein berühmter Kollege Helmut Fendt, Deutsch-Schweizer, hat das mal ganz kurz zusammengefasst in diesem schönen Zitat. Es geht einmal um eine Vergrößerung der Autonomie der einzelnen Schule, also Selbstständigkeit der einzelnen Einrichtung. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, die gewissermaßen als Betrieb konzipiert wird, und zum anderen um eine neue Form des Controlling von Rechenschaftslegung, also Berichterstattung, Qualitätsmanagement könnte man auch sagen. Ja? Rechenschaftslegung, Dokumentation der erbrachten Leistung. Hier haben wir, ich denke, alle Begriffe, die diese neue Bildungsreform, die wir seit gut 20 Jahren haben, international ganz gut beschreibt. Die beiden Seiten, Autonomie und Rechenschaftslegung, Qualitätsmanagement auf Ebene des Einzelbetriebes. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Reformprojektes. Wenn man eine Schule managen möchte, wenn man einen Betrieb, eine einzelne Einrichtung managen möchte, dann muss man davon ausgehen, dass es sich um eine Organisation handelt. Ein Chaos kann man schlecht managen. Der Managementbegriff Führung bezieht sich auf Organisation. Was sind Organisationen? Man muss daran erinnern. Organisationen sind arbeitsteilige, systematisch aufgebaute Gebilde, koordinierte Systeme. Das heißt, wir haben es da mit Werten, da kommt der Begriff nochmal, mit Kulturen zu tun, mit Normen, mit bestimmten Regeln. Organisationen sind dauerhaft angelegt, und das Wesentliche, um bestimmte Ziele zu erreichen. Organisationen sind zielerreichende Systeme, und was auch nochmal wichtig ist, sie sind soziale Systeme. Sozial heißt nicht, dass die gute Dinge tun, auch Organisationen können schlechte Dinge tun. Der Begriff sozial meint hier bezogen auf andere. Wir haben es also innerhalb der Systeme und außerhalb der Systeme zu tun mit Interaktionsbeziehungen. Das macht es so kompliziert in Organisationen, dass da eben nicht nur Maschinen miteinander wirkeln, sondern Menschen mit eigenen Motiven, mit eigenen Interessen, mit eigenen Empfindlichkeiten. So, ist denn die Schule, das ist die Frage, ist denn die Schule tatsächlich eine Organisation, die wir so managen können? Und wir haben in der Vergangenheit, der letzten 20 Jahre Bildungsreform, haben wir das ganz euphorisch gesehen. Ja, und dann kamen die großen Organisationsentwickler, ja, also insbesondere gelernt aus den USA, und die haben dann große Organisationsentwicklungsprogramme gemacht, ja, und mit Steuergruppen und was auch immer da eine große Rolle spielt. Und das ging dann so weit, dass es hieß, die Schule ist die lernende Organisation. Ja, und wir Pädagogen haben das ja so gerne angenommen, diesen Begriff. Klar, es geht ja um Lernen bei uns in der Organisation. Und wenn wir Schülern was beibringen, dann müssen wir selbst ja auch eine lernende Organisation sein. Das, was im Individuum vorgeht, das führen wir in die Gesamtorganisation. Und sie entwickelt sich und sie wird besser und sie lernt sehr, sehr euphorisch. Aber es gibt natürlich immer in der Euphorie auch die blöden Kritiker. Und die sagen, ja, ihr müsst auf ein paar Dinge achten in dieser Organisation. Die ist nicht so wie alle Organisationen. People Processing Organizations hieß das im amerikanischen Raum. Also Organisationen, die nicht Rohstoffe, Material transformieren in irgendwelche Outcomes,
sondern es geht da um Menschen, die sich entwickeln. Und das ist was anderes als in anderen Betrieben. Ja, das ist so die erste Einschränkung, die gemacht worden ist. Also passt ein bisschen auf. Es geht nicht darum, dass wir das übertragen, was in Betrieben, die Autos produzieren oder Kühlschränke, dass man das Qualitätsmanagement von denen übernimmt. Alles klar. Selbst die Protagonisten der Organisationsentwicklung, also mein akademischer Lehrer Hans-Günther Rolf, hat einen schönen Aufsatz geschrieben, hat gesagt, das ist eine besondere Schule, ist eine besondere Organisation. Eine Organisation, aber eine besondere Organisation. Was meinte er damit? Er sagte, ja, Schulen sind deshalb besondere Organisationen, weil sie einen besonderen Auftrag haben. Der Bildungsauftrag. Das ist ein reflexiver Auftrag. Was ist Bildung? Wir können es nicht fassen. Das geht um Mündigkeit, Emanzipation. Also allein das macht es schon schwer, einfach von einer schlichten Organisation zu sprechen. Und wir haben das, was viele das Technologiedefizit nennen. Also anders als andere Organisationen, die genau wissen, wie und wann sie ein gutes Auto produzieren oder einen guten Anzug oder ein gutes Paar Schuhe, wissen wir nicht, ob unsere Technologien tatsächlich funktionieren. Wir sind unsicher, was unsere Technologien anbetrifft. Die Didaktik ist nicht so ein messerscharfes Instrument. Es geht immer darum, dass man co-produziert, Schüler und Lehrer gemeinsam. Ja, also alles das macht Schule zu einer besonderen Organisation. Aber das noch nicht genug. Manche Kritiker haben noch tiefer abgekühlt. Und die kalte Dusche hieß dann zum Beispiel, also eigentlich ist Schule nicht nur besonders, sondern eine besonders besondere Organisation. Und Veronika Tacker, eine Organisationssoziologin, hat uns Erziehungswissenschaftler schon vor 10 Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass diese Metapher der lernenden Organisation sehr leicht nach hinten losgeht. Weil nämlich diese lernende Organisation, diese Metapher, funktioniert in einem System, das monoprofessionell ist. Wir haben es ja mit einer besonders besonderen Organisation zu tun, weil in der Schule im Prinzip nur eine einzige Berufsgruppe agiert, nämlich Lehrerinnen und Lehrer. Wollen wir vom Hausmeister mal absehen, zu dem kommen wir gleich übrigens noch. Keine andere Organisation hat nur eine einzige Berufsgruppe. Die alle Organisationen koordinieren sehr, sehr viel verschiedene Aufgaben in einem sehr verzwickten System der Arbeitsteilung. Ja, und während auf einmal diese manageriale Idee in das lernende System Schule kommt, wird auf einmal eine neue Idee eingeführt, ein neues Auftragsfeld, nämlich Verwaltung, Management, für eine Gruppe, die nie im Leben Management gelernt hat. Der Mathematiklehrer hat Mathematik gelernt. Oder die Englischlehrerin hat Englisch gelernt, aber doch nicht Management. Und Veronika Tacker hat gesagt, passt mal auf mit dieser Metapher lernende Organisation. Das ist nämlich Deprofessionalisierung. Da werden Lehrer zu Verwaltern gemacht, zu Managern. Eine sehr ernstzunehmende Kritik. Jedenfalls dann, wenn das System monoprofessionell bleibt und sich nicht aufgliedert in verschiedene Handlungsfelder, wie jede andere Organisation das macht. Und was festzustellen war, ein weitgehendes Fehlen gemeinsamer Ziele. Organisationen, habe ich gerade gesagt, sind zielerreichende Systeme. Wo wir keine gemeinsamen Ziele haben, wie soll da eine Organisation funktionieren? Das ist empirisch sehr gut gezeigt, wenn man Lehrerinnen und Lehrer befragt, dass sie ihre eigenen Ziele durchsetzen wollen, ihr eigenes Fach repräsentieren wollen. Von gemeinsamen Zielen ist man in der Organisation Schule sehr weit entfernt. Eine Gegenmetapher zur Schule als lernende Organisation. Ist die Schule nicht vielmehr so etwas wie ein Mehrfamilienhaus? Überlegen Sie mal, jetzt in den nächsten Minuten vielleicht nicht, weil ich sonst so viel Zeit verliere, aber übernehmen Sie die Metapher mal mit. Metaphern sind ja nicht dazu da, um die Wirklichkeit zu beschreiben, sondern eine neue Idee auf die Wirklichkeit zu geben. Die Schule als Mehrfamilienhaus und die Schulleiterin ist kaum mehr als Hausmeister oder Hausmeisterin. Ja, die kann gucken, ob die Mülltonnen draußen vor dem Haus richtig stehen, und zwar wenn Donnerstag ist und die Müllwerker kommen, kann gucken, dass der Fahrstuhl funktioniert, kann gucken, dass im Hausflur die Kinder nicht zu sehr schreien und die Wände vollmalen, aber dann gehen die Leute, wenn sie Glück haben, wenn sie ein bisschen mehr Autonomie haben, können sie auch die Mieter sogar aussuchen. Es gibt Hausmeister, die dürfen Mieter aussuchen oder vorschlagen. Aber ansonsten, ne, dann wird die Tür zugemacht von den einzelnen Wohnungen. Und was in den Wohnungen passiert, hat der Hausmeister gar keinen Einfluss mehr drauf. Finde ich auch gut so, dass es beim Hausmeister so ist. Aber auch beim Mehrfamilienhaus so ist. Ob das in der Schule gut ist, ist eine andere Frage.
Ich weiß nicht, ob die Metapher Sie weiterbringt. Mir hilft sie immer ganz gut zu verstehen, weshalb wir so weit entfernt sind, es bei der Schule tatsächlich mit einer sozialen Organisation zu tun zu haben. Das sage ich nicht aus Spaß, sondern daraus ergeben sich ja bestimmte Konsequenzen, nämlich die Konsequenzen, dass wir, wenn wir tatsächlich Schule als autonome Einheit führen wollen und managen wollen, Qualitätsmanagement zu Kultur machen wollen, dann müssen wir erstmal gucken, was sind denn eigentlich die unterentwickelten Dimensionen in diesem System? Was haben wir eigentlich nicht, was alle anderen Organisationen, vor allem in der Wirtschaft, wie selbstverständlich haben? Nämlich die Klärung der grundsätzlichen Arbeitsfelder. Was will ich eigentlich erreichen? Welche Zielgruppe will ich bedienen? Ja, und ich muss in der Schule nicht unbedingt jemanden haben, der Marketing macht und jemand, der Controlling macht und jemand, der interne Kommunikation macht und jemand, der externe macht, was in allen Organisationen selbstverständlich ist, wenn sie gut sein wollen. Aber zumindest muss ich die beiden Bereiche administrativ und edukativ unterscheiden. Also wenn ich ein System haben will, das verwaltet werden soll, dann muss das nicht derjenige machen, der Instructional Leader ist, der edukative Führer, der edukative Manager ist. Also mindestens diese beiden Dinge müssen unterschieden werden. Das Erzieherische, das Instructional, das Lernen und das Verwalten. Gibt es in der amerikanischen Literatur übrigens eine Masse von guten Texten dazu. Und Sie wissen vielleicht aus USA oder England, da wo die Schulen tatsächlich autonom sind, dass es eigene Ausbildung gibt für Schulleiter, die pädagogische Leiter sind, und für Schulleiter, die Verwaltungsleiter sind. Ja, grundständige Ausbildung für diese Berufe. Denn wenn man es ernst nehmen will, sind das richtig anspruchsvolle Berufe und nicht etwas, was man nebenbei machen kann. Also das Minimum, dass wir diese Meso- und Mikroebene, also Meso das Verwalten, Mikro das Handeln im Unterricht, dass wir das ordentlich managen, diese beiden Bereiche müssen unterschieden werden. Wir müssen eine Zielklärung vornehmen. Das Wichtigste überhaupt für eine Organisation, was sind unsere Ziele, was sind unsere gemeinsamen Ziele, worauf wollen wir hinsteuern, und das wissen Sie als Manager und als Qualitätsexpertin natürlich schon lange, Ziele sind was anderes als vage Beschreibungen von wünschenswerten Zuständen, sondern sie müssen präzise und klar und überprüfbar, kontrollierbar beschrieben werden. Herr Gramlinger hat vorhin kurz in seiner Einleitung gesagt, dass Sie sich in der Vergangenheit insbesondere beschäftigt haben mit dem Thema Unterricht. Und das ist ja das Zentrale, das Kerngeschäft der Schule ist der Unterricht, nicht die Verwaltung drumherum. Ja? Die Einzeleinrichtung Schule hat das Kerngeschäft Didaktik, Methodik. Wir müssen den Jungs und Mädels was beibringen. Das ist unser Kerngeschäft und darauf müssen wir unser Qualitätsmanagement fokussieren. Ja? Wenn wir das nicht haben, dann nutzt das ganze Gerede um Qualitätsmanagement relativ wenig. Im Klassenzimmer passiert es. Ne? Wir tendieren ja zu den Amerikanismen. Ne? Classroom Management heißt das dann. Ne? Also das Management des Klassenzimmers, das Führen im Klassenzimmer, das sind die Aufgabenbereiche, die wir haben, wenn wir gute Bildung machen wollen. Wenn wir tatsächlich dafür sorgen wollen, dass nicht 15% oder 25% die Schulen verlassen und nicht in der Lage sind, in dieser Arbeitswelt, in dieser modernen Demokratie sich selbstständig und kritisch zu beteiligen. Wir müssen Kommunikationsstrukturen schaffen und natürlich auch, was wiederum hier die Amerikanismen, Assessment und Controlling von vereinbaren. Also Assessment heißt zum Beispiel auch, dass wir ein einheitliches Verfahren der Bewertung von Schülerinnen und Schülern haben. Das ist auch ein kritischer Befund der empirischen Bildungsforschung, dass Zensuren, Beschreibungen der Leistungen der Schüler, also das Assessment, in der Vergangenheit alles andere als gut und qualitativ gut waren. Wir waren völlig unfair, unberechenbar auch für die Schülerinnen und auch für diejenigen, die Abnehmer unserer Systeme waren. Es gibt lange, lange Literaturen zu, aber Sie kennen die ganz sicherlich. Achtung, zusammenfassend also, bitte kein Überstülpen von Qualitätsmodellen, die in routinierten Organisationen erfolgreich sind. Wir sind in der Schule noch lange, lange keine routinierte Organisation. Vielleicht kein mehr Familienhaus mehr, vielleicht nicht mehr. Aber auf keinen Fall eine routinierte Organisation, die mit den Qualitätsmanagementsystemen arbeiten können, die möglicherweise im betrieblichen Wesen funktionieren. Aber auch da muss man sagen, möglicherweise, denn auch da hört man ja auch viel Kritik an Qualitätsmanagementsystemen. Kapitel 3. Denken wir an den Fendt. Er sagte, diese moderne Bildungsreform, das ist der Blick auf die einzelne Einrichtung, die quasi als Betrieb funktioniert.
Und wenn wir uns dieses nochmal vor Augen führen, was wird da eigentlich gemacht? Meine These, das Schulsystem ist etwas anderes als die Summe der Einzelbetriebe. Jetzt gucken wir mal in die Wirtschaft. Diese Idee der Dezentralisierung, der Autonomie der einzelnen Betriebe kommt aus der Wirtschaft. Das ist, Sie haben das gerade richtig gesagt, das ist die grundsätzliche Idee, wie kann ich ein großes System, eine große Organisation besser machen, indem ich Macht vom Top-Management runtergebe auf die einzelnen Einrichtungen. Die einzelnen Einrichtungen eines großen Unternehmens sind Filialen oder in der Sprache der Ökonomie Module. Jetzt bitte ich Sie zum zweiten Mal, also nach der Metapher mehr Schule als mehr Familienhaus, sich nochmal einzufühlen in das, was ich Ihnen sagen möchte. Begreifen wir die Schule oder das Schulsystem nicht als, was haben wir, 600 berufliche Einrichtungen, Einzelschulen oder einzelne Ausbildungsstätten, sondern begreifen wir die als Filialen eines einzigen Unternehmens. Und wenn wir sehen, dass wir dann ganz anderes Management brauchen, als wenn wir den Einzelbetrieb in den Mittelpunkt des Managements stellen. Die einzelne Einrichtung, also die einzelnen Schulen, begreifen als Module oder Filialen eines Unternehmens. Wir geben denen dann erhöhte Freiheitsgrade, das nennen wir Autonomie. Aber diese Freiheitsgrade erfordern, dass wir erstens auf der Ebene des Top-Managements Führungsstrukturen brauchen. Die Einzelunternehmung darf ja nicht alleine gelassen werden, sonst macht sie, was sie will und dient nicht mehr dem Zweck des Gesamtunternehmens. Stellen Sie sich irgendeine Filiale vor, Sie müssen nicht an McDonald's denken. Sie können auch an anspruchsvollere Filialen denken. Banken zum Beispiel. Ja, da haben die Filialen auch eine gewisse Autonomie, aber das, also sympathische Organisationen. Ne? Filialen, die eine gewisse Autonomie haben, aber dennoch die Corporate Identity tragen, die dennoch die gemeinsamen Ziele erreichen müssen. Diese gemeinsamen Ziele, ja, im Bildungswesen sind die wahrscheinlich noch sehr viel wichtiger als bei allen anderen Unternehmen, die etwas produzieren. Es erfordert Führung von oben und es erfordert eine Umstrukturierung des Gesamtunternehmens. Denn wenn ich vom Top-Management Aufgaben delegiere auf die einzelne Einrichtung, dann heißt das, bei mir fallen Aufgaben weg. Entweder fallen die ganz weg oder aber ich nutze die Lücken, um das zu machen, was nötig ist, nämlich führen. Aufgabe des Top-Managements wahrzunehmen, um die Filialen zu binden, um den Filialen Unterstützung zu geben, um denen zu helfen. Was aber passiert im Bildungswesen? Während dieser Ansatz der Dezentralisierung in der Ökonomie tatsächlich den einzelnen Einrichtungen mehr Freiheit gibt, weg von dieser vielschichtigen Hierarchie, der Bürokratie, die wir immer beklagt haben, hin zu mehr Eigenständigkeit, Lean Production, Lean Management, wir kennen die Begriffe doch alle. Mehr Freiheit in der Ökonomie heißt das aber für unsere Schulen das genaue Gegenteil. Vergessen wir das nicht. Denn in der Vergangenheit, auch da mag ich hier möglicherweise auf Widerspruch treffen, in der Vergangenheit waren die Schulen befreit von enger Führung. Lehrer und Lehrerinnen haben ein Höchstmaß an individueller Autonomie. Ein Höchstmaß. Tür zu und ich mache, was ich will. Und zur Not verweise ich auf den Lehrplan, den sowieso keiner kennt. Qualitätsmanagement nun bedeutet für Schulen faktisch eine Einschränkung der individuellen Freiheit. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, die Lehrer wollen ihre Lehrerinnen und Lehrer wollen so ungern mit, dann ist das ein Grund dafür. Es ist nicht gut, dass man so viel individuelle Freiheit hat, weil das macht Menschen nämlich auch krank, wenn sie nicht wissen, ob sie gute Arbeit machen oder nicht. Ja, aber wer diese Freiheit hatte, gibt die auch ungern wieder auf. Also wir haben es tatsächlich mit einer Einschränkung der individuellen Freiheit zu tun und mit einer Steigerung bildungsfremden Managements. Das, was jetzt an Qualitätsmanagement gemacht wird in der Schule, ist neu. Es ist fremd für die, die es durchführen müssen oder die davon betroffen sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Ökonomie und der Schule als besonderer Organisation. Ich will das nochmal ganz kurz beweisen, was ich gerade gesagt habe, indem ich hier ein theoretisches Modell aus der Ökonomie hier in ganz kurz vorführe. Sonderegger und Allgöwer haben
beschrieben, was sind dezentralisierte Unternehmensstrukturen und haben deutlich gemacht, im filialisierten Unternehmen geht es zwar einerseits um die Stärkung der operativen Ebene, also die Filiale bekommt mehr Autonomie, aber die Voraussetzung, klare strategische Politik durch die Zentrale und eine neue Aufgabenverteilung zwischen der strategischen Führung und der operativen Führung, also dem, was Sie als Schulleiterin und Schulleiter auf der Ebene der Schule machen. Ja? Nur ganz kurz, was gehört zur strategischen Führung? Auch hier Vorbild, Theorie der Ökonomie. Ne? Das, ich weiß, auch die Ökonomen, die haben ja einerseits Theorie, andererseits Praxis, das ist nicht immer identisch, ne? Völlig klar, so naiv sind wir nicht. Aber die theoretische Idee heißt, strategische Führung heißt klare Geschäftspolitik, klare Zielvorgaben, Definition von Geschäftsfeldern, von Märkten, von Maßnahmen, Technologieentwicklung vorantreiben. Ne? Also nicht einfach nur sagen, wir haben eine schlechte Technologie in den Schulen. Na, wir haben viel mehr Möglichkeiten, von oben, vom Top-Management, Unterrichtstechnologien zu entwickeln und zu disseminieren. Wir brauchen Ressourcenmanagement, kümmert sich im Augenblick strategisch gar keiner drum. Wie viele Ressourcen, wo müssen wir neue Lehrer ausbilden, wo müssen wir neue Erzieherinnen und Erzieher ausbilden, wenn wir das Angebot für 0- bis 3-Jährige ausbauen. Na, die sagen alle zum Beispiel, frühe Förderung brauchen wir, Elementarbildung stärken. Und keiner auf dem Top-Management kümmert sich darum, wo die Erzieherinnen herkommen, die das können. Also wir haben ganz viele Defizite auf dieser Ebene der strategischen Führung. Und ich will an einem einzigen Beispiel nur, ich hoffe, dass mein Handy auch aus ist. Ich will an einem einzigen empirischen Beispiel mal deutlich machen, dass ich recht habe, wenn ich sage, diese strategische Führung ist schlecht. Das Top-Management hat im ganzen Umstrukturierungsprozess versagt. Ein Beispiel aus der deutschen Situation. Ich weiß aber, die Österreicher, also meine österreichischen Kollegen, haben das Thema sehr intensiv beforscht, was ich jetzt gerade kurz anspreche und kommen, was das, zumindest das allgemeinbildende Schulsystem anbetrifft, zum gleichen Schluss. Das Management hat begriffen, dass man Zielvorgaben machen muss. Also haben die alle deutschsprachige Schweiz, Deutschland, hier in Österreich, in USA, überall Bildungsstandards eingeführt. Ja? Bildungsstandards sind Zielgrößen. Sie sollen verraten, was sollen Kinder wissen und können. Ja? Abgesehen davon, dass diese Bildungsstandards miserabel formuliert sind, weil sie eben vage sind und unklar. Also mein Lieblingsbildungsstandards heißt, Kinder müssen kritisch lesen können. Ja, was mache ich als Lehrer mit dieser Zielvorgabe? Kinder müssen kritisch lesen können. Aber das wollte nicht mein Thema sein. Mein Thema soll sein, die mangelhafte Implementierung von steuernden Vorgaben. Man macht Vorgaben, aber man ist nicht in der Lage, die zu implementieren. Man denkt, das müssen die einzelnen Einrichtungen schon machen. Das ist eine kurze, wir sehen hier, das Gesamtstichprobe von gerade mal 75, aber alle meine Kollegen sagen, haben wir in Österreich ähnliche Daten und Stichproben genügen manchmal, um deutlich zu machen, worum es geht. Die Lehrerinnen und Lehrer finden es richtig, dass man Zielvorgaben gibt. Sie finden es gut, dass sie selbst wissen, was sie denn unterrichten sollen. Ja, für wie notwendig halten sie ganz persönlich die Einführung nationaler Bildungsstandards? Wir haben ja Deutschlehrer gefragt, muss ich dazu sagen. Und Sie sehen hier unten die beiden wichtigen Zahlen hier, 30%, 40%, 70% zusammen, plus denen, die so unentschieden sind, 90%, die sagen, ja, wollen wir oder können wir uns gut vorstellen. Also das ist nicht so abwegig. Aber wie gut kennen Sie selbstbezogen auf das Fach Deutsch? Wie gesagt, Deutschlehrer gefragt, die Standards. Ja, Sie sehen hier unten sehr gut, nur 4,4%, 26%, einigermaßen gut. Aber hier oben die Gruppe, ja, nahezu 50%, nehmen wir die mit über 60%, die eigentlich ihre Zielvorgaben gar nicht kennen. Ja, man kann mal sagen, da sind die Lehrer selbst schuld. Ja, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, dass das Top-Management hier Implementierung verpasst. Und so ähnlich antworten die dann auch die Lehrer, wenn man fragt, haben sie insgesamt das Gefühl von der Kultusministerkonferenz, das sind unsere 16 Schulministerinnen und Minister, unterstützt worden zu sein. Und da ist das Ergebnis desaströs. Hier, wir haben hier etwa 70%, die sagen, nee, wir kriegen da keine Unterstützung. Stellen wir uns doch mal vor, dass ein Betrieb, der tatsächlich etwas herstellt, ein Auto oder einen Kühlschrank oder Bankzertifikat oder was auch immer, wenn da die Mitarbeiter so wenig Unterstützung hätten im Hinblick auf die Zielvorstellung des eigenen Unternehmens, glauben Sie, das Unternehmen könnte erfolgreich sein? Ich glaube das nicht. Also hier ein Beispiel
für schlechtes Top-Management. Ich gehe weiter mit der Kritik. Ne? Nochmal, QM ist wichtig, aber man sollte es vernünftig machen. Qualitätsmanagement wird im Bereich von Schulen wenig professionell gemacht. Ich will damit keinen beleidigen, verstehen Sie mich richtig. Ich meine damit nicht die Einzelnen, die sich total engagieren und total viel lesen und alles versuchen. Es geht hier um systemische Fragen. Und es geht beim Qualitätsmanagement um Verbesserung, nicht um Berichterstattung und Dokumentation. Die Idee ist, Qualitätsmanagement ist ein System der ständigen Verbesserung meiner eigenen Arbeit. Was macht das Top-Management, um das hinzukriegen? Externe Evaluation, so heißt es ja auch, ne? Hier bei euch glaube ich auch, ne? Der Schulinspektion. In Nordrhein-Westfalen, da wo ich arbeite, heißt es Qualitätsmanagement oder besser gesagt Qualitätsanalyse. Ne? Man analysiert nur, sagt man von vornherein, wir analysieren nur. Ne? Wir werden sehen, warum wir das sagen. Ich werde das mal alles hier weglassen, was ich hier noch so angeführt habe. Sie müssen mir das gleich einfach glauben. Also hier vielleicht auch nochmal den Hinweis hier. 153 Qualitätskriterien. 153 Qualitätskriterien in Nordrhein-Westfalen bei der Qualitätsanalyse. Ja Gott im Himmel. Haben wir nichts anderes zu tun, als 153 Qualitätskriterien abzuarbeiten. Aber es fällt auf, wenn wir uns die Systeme angucken. Und ich habe mir viele angeguckt, glauben Sie mir das. Wir haben gerade im Bereich von Schule immer ganz viele Dimensionen, die wir abgebildet haben und ganz viele Kriterien. 153 ist keine Seltenheit. Wir haben es aber mit reinen Taxonomien zu tun. Also sozusagen aus dem Bauch heraus Aufgliederungen der Schule. Hier ist ein Stückchen, das können wir machen, das können wir machen, was kann man noch machen in Schule? Und dann kommt man auf 8, 9, 10, 15, 20 Dimensionen auf 200 oder 300 Qualitätskriterien. Dahinter liegt gar keine Theorie. Die sagen immer, das ist forschungsbasiert. Wenn es forschungsbasiert wäre, dann wären die einzelnen Dimensionen gewichtet. Dann würde man sagen, das und das ist wichtig, weil 80% dieser Variable führt dazu, dass Schülerleistungen besser werden. Oder 20% führt dazu, das gibt es nicht. In vielen Qualitätsmanagementsystemen der Wirtschaft gibt es das, dass da tatsächlich Gewichtungen vorgenommen werden. Bei EFQM zum Beispiel, ganz eindeutig werden Gewichtungen vorgenommen. Es gibt etwas Wichtigeres und Unwichtigeres. Bei uns finden wir das nicht, weil wir keine Theorien haben. Wir haben keine Wirkannahmen, die empirisch begründet wären, die deutlich machen würden, was ist denn eigentlich wichtig von diesen 153 Kriterien. Wir haben eine gewisse Willkürlichkeit. Was fällt einem denn noch ein, was man machen könnte, was man messen und dokumentieren könnte? Und wir haben eine Betonung des Berichtswesens, der Dokumentation und nicht eine Betonung der Entwicklung. Und jetzt sage ich als neuer Vorsitzender der DGEWAL, Gesellschaft für Evaluation, die in Österreich und ein paar auch in Schweiz, ein paar in Luxemburg und in Deutschland Evaluatoren organisiert. Meine Vorgängerin übrigens kommt aus Wien, Frau Professorin Spiel, kennen Sie sicherlich, ja. Sage ich also sozusagen mit Blick auf die Evaluation und Evaluationskultur. Evaluation hat viele Aufgaben. Man kann mit Evaluation kontrollieren, legitimieren, Erkenntnisse gewinnen, aber das zentrale Ziel von Evaluation ist lernen, verbessern, entwickeln, nützlich sein. Wenn wir Qualitätsmanagementsysteme einführen und die Menschen haben nicht das Gefühl, das nutzt uns was, wie erwarten sie, dass die reagieren? Jetzt zeige ich Ihnen eine andere empirische Studie, die wir durchgeführt haben im Bundesland Hessen. Und die Hessen sind wirklich gut. Die haben ein IQ, ein Institut für Qualitätsentwicklung, da sitzen wirklich kluge Leute drin, die wirklich hart arbeiten. Das schwöre ich Ihnen, das sage ich nicht hier, ich bin ja nicht in Hessen, ich könnte jetzt hier anderes behaupten. Die haben ein intensives, ausgeklügeltes System der Qualitätsanalyse. Wir haben Lehrer in Hessen gefragt, zunächst mal, also das ist eine fünfstufige Skala. Wir haben hier, das ist die Linie bei 2,5, die nennen wir theoretischer Mittelwert. Und man kann grob sagen, alles was da drüber liegt, ist gut, alles was drunter liegt, ist schlecht. Lass uns mal ganz einfach so eine Tabelle lesen. Ja? Sie sehen hier auf die Frage, liebe Lehrer, seid ihr bereit für Schulentwicklung? Wollt ihr Qualitätsverbesserung? Da sagen die meisten ja. Die sperren sich also nicht. Nicht, dass man eben den Eindruck hat, Lehrer wollten das nicht. Jetzt gucken wir aber, was passiert eigentlich, nachdem die Qualitätsanalyse durchgeführt worden ist. Und dann waren solche Items wie an unserer Schule wurde durch die Schulinspektion bestehende Maßnahmen und Prozesse verändert. An unserer Schule wurden durch die Schulinspektion neue Maßnahmen und Prozesse eingeführt. Sie sehen hier schon deutlich, das ist alles unterhalb des theoretischen Mittelwertes. Also da ist trotz eines aufwendigen Systems relativ wenig passiert. Und dramatisch wird es hier,
Schulentwicklung durch die Schulinspektion, was hat die uns eigentlich direkt gebracht? Und da sehen wir hier das niederschmetterndste Datum überhaupt. Durch die Schulinspektion hat sich mein Unterricht nachhaltig verbessert. Ein System, das dazu, das auch, lesen Sie die Texte, wir wollen verbessern, Unterricht steht im Zentrum, ja, und das ist die Wirkung. Das ist die Wirkung. Andere Studien dazu, ich will das nur noch mal kurz erwähnen, berichten Gleiches, also es ist nicht nur einfach meine eigene Studie, es sind viele andere. Und wir sehen zusammenfassend, wir haben Probleme im Qualitätsmanagement, insbesondere durch Versäumnisse des Topmanagements. Insbesondere durch Versäumnisse der Politik. Ja, nennen wir den Reiter beim Namen. Mangelhafte Zielführung, kaum strategische Verbindlichkeiten. Solange alles voluntaristisch bleibt, naja. Keine Umstrukturierung des gesamten Unternehmens. Also das Top-Management lässt sich ja, ist ja außen vor. Ich weiß, in Ihrem Qualitätssystem, da steht das drin, dass das Gesamtsystem, die Politik mit evaluiert werden muss und sich einbeziehen muss. Das findet man selten, muss man sagen. In Hessen finden wir das übrigens auch. Wir finden das selten. Es ist hoch anzurechnen in diesem System. Aber macht da mal Ernst draus. Ne? Und wenn man da Ernst draus macht, wird es schwierig. Verspreche ich euch. Wir haben eine übertriebene und oft eine untheoretische Komplexität und wir haben ein fehlendes Verbesserungsmanagement. Also Menschen zu sagen, wo sie schlechte Arbeit machen, ist die eine Sache, aber ihnen nicht zu helfen, das besser zu machen, das ist die andere. Und da haben wir übrigens nicht nur in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz, auch in den USA und auch in England, da sind die großen Defizite. Das Verbesserungsmanagement fehlt. Und wir haben vorwiegend die Adressierung an die schwächste Einheit. Es geht immer, oder Prinzip, an die Einzelschule und ihre Mitarbeiter. Ihr in der Schule seid verantwortlich für die Qualität. Das ist nicht ganz falsch, aber es geht nur mit der Führung durch Top-Management. Boah, und jetzt bin ich auch, dann habe ich noch 5 Minuten für mein Schlusskapitel. Ich will ja nicht nur meckern, sondern wollte auch kurz sagen, ich meckere gerne, muss ich Ihnen sagen. Also, hab trotzdem Freude am Leben. Wie könnte Qualitätsmanagement denn gelingen? Also ich mache jetzt hier, natürlich kann ich in 5 Minuten das nicht detailliert aufschließen, aber so ein paar Ideen aufgrund des Gesagten möchte ich Ihnen doch vermitteln. Wie schaffen wir es, zur Kultur zu machen, Herr Gramlinger? Ne? Ich übersetze Kultur mal mit, wie wird es selbstverständlich? Ne? Wir brauchen, wenn wir Veränderungsmanagement oder auf Englisch wieder Change Management machen wollen, brauchen wir mehr Ressourcen für Veränderung. Das ist so schlicht und einfach. In der Betriebswirtschaft weiß man, dass für Change Management jedenfalls zweiter Ordnung, also wo es wirklich um wirkliche Veränderungen geht, braucht man ungefähr 5-10% des gesamten Jahresumsatzes als Ressourcen für die Umstrukturierung. Ja, also in Deutschland wären das zwischen, also im allgemeinbildenden Schulsystem, da habe ich die Zahl gerade präsent, wären es ungefähr 6-12 Milliarden. Ja, das bräuchte man, wenn man wirklich Change Management machen wollte. Das sind Erfahrungen. Und mein Vorschlag, nachdem ich mir so viele Systeme angeguckt habe, und auch sehe, wie die Schulinspektion zum Beispiel in anderen Ländern, die lange Erfahrung haben, sich ändert. In Holland zum Beispiel, komplett geändert. In England, das Ofsted hat den Ansatz komplett geändert. Weg vom Globalen, weg von dem Blick auf 35 verschiedene Dimensionen und 825 Kriterien, sondern hin auf die Probleme, die in Schulen da sind. Und da kann man die Menschen auch fragen, was ist eigentlich euer zentrales Problem? Das kann man auch in großen, in Large-Scale-Diskussionen machen, kann man hinbekommen und mit den Menschen an diesen Problemen arbeiten. Nicht der globale Rundumschlag. Und bescheiden sein, begreifen, dass die Schule, naja gut, wenn sie kein Mehrfamilienhaus ist, aber sie ist auf jeden Fall noch keine kompetente Organisation. Wir müssen, um sie zu einer kompetenten Organisation zu machen, müssen wir kommunizieren, Ziele definieren. Ja? Wir müssen neue Wege finden, dass aus dem System, was besteht im Grunde aus vielen, vielen Einzelkämpfern, so heißt das ja immer wieder. Ein System machen, in dem Kooperation miteinander etwas Selbstverständliches wird. Und das ist noch lange nicht der Fall. Also wenn wir das haben, können wir auch tatsächlich ein bisschen größer ansetzen. So lange bitte bescheiden sein. Und der Appell an die Politik, professionalisiert das Qualitätsmanagement. Ja, solche Einrichtungen wie hier, das ist ein Anfang, ja, aber
5 Personen bei 600 Schulen. Jetzt gucken Sie das Verhältnis mal an. Ne? Das, ich plädoyer dafür, dass man das stärkt. Ne? Das muss professionalisiert werden, aber insbesondere nicht nur in solchen Einrichtungen, sondern auch, was die Beratungskompetenz der Schulaufsicht anbetrifft. Also wir sehen in Deutschland, die Schulaufsichtsbeamten, die gehen gar nicht mehr in die Schulen. Die sitzen schön am Schreibtisch und schreiben Papiere. Wenn man dann anschließend fragt, wie bewertet ihr die Ergebnisse der Schulinspektion, dann sagen die, haben wir alles gewusst. Das wussten wir schon, was die rausgefunden haben. Ja klar, was sollen die anders sagen? Ja? Die würden jetzt ansonsten sagen, ich bin schlechter Schulaufsichtsbeamter, wenn ich nicht wüsste, was an meiner Schule faul ist. Aber sie gehen da nicht hin und beraten nicht. Anders zum Beispiel als diejenigen Personen im modularisierten Unternehmen, die Filialen besuchen. Die Gebietsleiter, die Kreisleiter. Ja? Das sind ganz, ganz wichtige Personen, die dafür sorgen, dass zwischen Filiale und Filiale ein Austausch entsteht. Das Netzwerken wird in Betrieben von oben gemacht, während wir bei uns sagen, liebe Einzelschule, vernetz dich mal mit den anderen Einzelschulen. Wir machen das als Auftrag an die Einzelschule. Ja? Das ist eine absurde Idee. Also Ausbau der Beratungskompetenz der Schulaufsicht, Entlastung für Aufgaben der Schulentwicklung. Wenn man, ich glaube, ich habe hier ganz viele Schulleiterinnen und Schulleiter vor mir. Wenn Sie als Schulleiterin tatsächlich Management machen wollen, Instructional oder Administrative, dann brauchen Sie dafür Entlastung, richtig Zeit. Das ist in anderen Ländern ein Fulltime-Job, kein Nebenbei-Job. Und man braucht mehr Ressourcen für die Fortbildung und insbesondere für unser Kerngeschäft, nämlich Unterricht. Das ist das Kerngeschäft und da brauchen wir die zentrale Fortbildung. Und bitte nicht die ständige Überfrachtung mit ständig neuen, was da auf uns zukommt. Wie sagen wir bei uns zu Hause, ständig eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, und wir sind mit dem einen noch lange nicht angefangen, da kommt schon das Nächste. Also so kann man systematisch Veränderung, Change Management nicht aufbauen. So, jetzt habe ich noch 20 Sekunden, glaube ich. Vor allem eins, das nehme ich jetzt mit aus dem Gespräch, was ich gestern Abend geführt habe. Vor allem eins, entweder oder, ich glaube, von Ihnen kam die Idee, ne? Entweder alte Steuerung, dann lasst alles, wie es ist. Hat ja so miserabel, könnte man sagen, auch nicht funktioniert. Ne? Naja, ich habe ja eben anderes gesagt am Anfang. Aber wenn ihr neue Steuerung macht, dann macht die neue Steuerung bitte richtig. Und nicht beides durcheinander. Beide Systeme ständig zu vermischen. Alte Bürokratie, neue Elemente der Steuerung, ne? Die Begriffe aus dem neuen Qualitätsmanagement, aber Hierarchie aufrechterhalten. Ja, das geht nicht. Und wenn, dann ist es nur zum Schaden der Pädagogin und ihrer Schülerinnen und Schüler. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.